Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Dinotopia. Ja, wir befinden uns hier wieder im Aquarium, wo wir das Restaurant bauen. Also unser Running Sushi, das habe ich ja in der letzten Folge schon mit euch ein bisschen bearbeitet. Und ich habe hier zwischen den Folgen noch kurz was ausprobiert, nämlich wie das denn ausschaut. Also ich habe mir hier so ein Förderband quasi gepixelt und ich möchte euch das ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn hier so ein Tellerchen dann drüber fährt, sozusagen. Ja, ist relativ unspektakulär. Es ist leider von der Ausrichtung her so, dass das da ein bisschen am Rand klebt, aber da kann man leider nichts machen und ich finde, es stört nicht allzu sehr, ich weiß nicht. Aber es geht schön smooth um die Kurven und es bleibt auch nicht wirklich stehen, bis halt der Wasserstrom aus ist. Und das ist hier der Fall und ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So, ich muss jetzt mal kurz noch mein Mikrofon ein bisschen einpegeln, weil das scheint mir ein bisschen zu laut zu sein. So, jetzt sollte es besser sein. Schauen wir mal. So, bisschen lauter. So, gut. Was wir heute machen werden, ist das Restaurant hier abreißen, zumindest mal Tische und Stühle auf jeden Fall, und uns anschauen werden, wie wir denn das Förderband durch das Restaurant legen wollen. Ja, ich bin derzeit auch wieder auf Suche nach neuen Bildern, denn wie im Update schon erwähnt, ist der Paint leider verschollen. Zumindest kann ich ihn nicht erreichen, da wir nur auf Discord verknüpft waren und sein Discord-Konto gelöscht wurde oder er sein Discord-Konto gelöscht hat, ohne Vorwarnung. Und ja, deswegen bin ich wieder auf der Suche. Auch an dich, Paint, falls du es siehst, ich würde gerne mit dir weiterbauen. Aber ich bin natürlich auch offen auf neue Bewerber, für neue Bewerber. Gut, schauen wir mal. Irgendwie stört mich dieses Becken, muss ich sagen. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht dieses Becken abreiße und entweder in den Boden rein verlege oder einfach in die Decke einbaue. Ich weiß nicht. Aber irgendwie stört mich das da, weil dadurch haben wir weniger Platz für unser Running Sushi. Denn, ja, wir strukturieren das hier komplett um. Die Bänke schauen sowieso kacke aus. Das hier geben wir weg. Das wird alles Teil vom Running Sushi. Also von unserem Restaurant. Ups. Ja. Das Aquarium wird wohl oder übel jetzt hier abgerissen werden. Mal schauen, vielleicht können wir das irgendwo anders noch einbauen. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir da so eine große Glasfront haben. Übrigens habe ich beschlossen, dass ich dieses Becken hier rund mache, wie so einen Dom. Und auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie viel Platz hier noch ist. Ja, das würde eigentlich perfekt passen. Auf der anderen Seite von dem Dom soll dann das Hotel hin. Und quasi genau gegenüber von dem Restaurant soll dann so ein schickes Nobelrestaurant im Hotel sein, wo man halt auch Aussicht ins Becken hinein hat. So, dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, wir reißen das einfach ab mit. Habe ich das? Gute Frage. Egal, das steht ja da überall herum. Die Lampen waren nämlich auch alles selbst gepixelt. Also die Korallen da drinnen sind erschaffen von mir. Habe ich ein bisschen herumgespielt mit den Chisel and Bits Mod. So, dann löschen wir das Ganze doch einfach mal auch mit World Edit, hätte ich gesagt. Das heißt, wir gehen von. Ja, machen wir von hier bis. Wo reicht denn das hin? Ja, machen wir mal bis hier. So, slash slash Z0, das setzt alles auf Luft in diesem Bereich.
Ja, das hat ja ziemlich gut funktioniert. Wobei es hat, es passt schon so. So, jetzt setzen wir nochmal einen neuen Punkt und zwar hierhin. Die Frage ist, okay, ich brauche einen Second, also perfekt, so. Ah, nee, ich muss ja eins höher. Das heißt, wir befinden uns, ja, brauchen wir hier. So, und setzen das nochmal auf 0. Dann haben wir auch nicht das ganze Problem mit dem Wasser und so. Und müssen einfach nur mit dem Boden hier ein bisschen durchstacken. So. Dann. Mit World Edit kann man super Sachen machen, muss ich echt sagen. Denn wir nehmen uns jetzt einfach von hier bis hier. Wählen wir den Boden und sagen. / Stack. Naja, so. 15 Blöcke werden das wahrscheinlich sein. Geht nicht. Vielleicht sollte man Stack auch mit A schreiben. So, und jetzt wird das quasi in die Richtung gestackt, in die wir gerade geschaut haben. Und das war eins zu wenig, deswegen erweitern wir das auf 60. Und wir haben das Ganze. Und jetzt machen wir das Ganze einfach hier nochmal. Und damit hat sich das Ganze dann auch schon... So, hier haben wir jetzt ein bisschen was destroyed. Das macht aber nichts, ersetzen wir einfach wieder. Und gut ist. So. Gut, also wir haben jetzt da einen riesen Bereich sozusagen. Schauen wir mal, wie wir den abgrenzen wollen. Also ich würde da direkt anschließen. Hoppala. Sollte ich vielleicht drehen. Jawohl, so. Und dass wir so ein bisschen uns herumschlängeln. Kann ich das da nicht drin platzieren? Nein, anscheinend nicht. Okay. Egal, dann markieren wir das einfach mal so. Wie breit ist denn der? 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben da jetzt dann 1, 2, 3, 4 Blöcke frei. Ja, machen wir einfach noch einen weiter hinten. Zack. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Warum das da jetzt so ausschaut. Das ist seltsam, aber okay. Egal, passt schon so. Ja, dann haben wir hier so einen Durchgang. Der zieht sich einfach bis zum Licht. Und ich würde sagen, hier machen wir dann auch einfach den Eingang hinein. So, ziehen wir die Wand einfach noch schön durch. So, dann haben wir hier einfach einen schönen Weg bis hin zum Lift. Und ich denke, wir könnten das dann noch so ein bisschen abrunden, aber schauen wir mal. Das kommt dann einfach am Ende dran. Und wenn man hier so reinkommt, dann kann man ja einfach hier den Eingang zum Running Sushi machen, würde ich sagen. Machen wir es 3 weit. Und dann haben wir hier so einen schönen großen Bereich, wo wir unser Running Sushi aufbauen könnten. So, dann schauen wir mal, wo unsere Strecke verlaufen soll. Dazu hole ich mir mal ganz schnell diese Blöcke hier und auch die da. Wo habe ich es denn? So, ich muss mein Inventar kurz sortieren. Einen Moment. Wir brauchen das und... das. Jawohl. Und jetzt holen wir uns nochmal das hier. Und das hier. Gut, dann haben wir alle Blöcke. Also, geplant ist, dass hier so eine Küche hinkommt, wo dann quasi das Essen rauskommt. Dann haben wir halt... so, dann haben wir hier einen Eingang und hier einen Ausgang sozusagen. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir unser Running Sushi dann überall hinlegen wollen. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein paar Blöcke vor. Dann können wir ruhig schon mal um die Ecke gehen. Aber dann ein bisschen Abstand lassen, weil dann können wir hier noch schön einen Tisch hin platzieren. Wobei, dann würde ich sagen, wir gehen einfach noch eins weiter rein. So.
So, das muss man immer so ein bisschen drehen. Und machen das hier einfach so. Ein bisschen rüber. Und dann gehen wir mit dem Förderband. Wie machen wir das am besten jetzt? Könnten wir eins, zwei, sollen wir zwei rübergehen? Ja, passt schon. Ich überlege gerade, wie wir das dann am besten machen, weil ich habe die Idee, also entweder wir führen die Strecke einmal kurz runter und dann wieder rauf, damit man hier zumindest beim Eingang drüber gehen kann. Das könnten wir natürlich machen. Wir könnten auch zwei Kreise machen. Also, dass man einen außen hat, ganz außen, und dann nochmal einen innen. Und ich glaube, das machen wir auch. Dann fangen wir hier ganz außen an und gehen einfach an der Wand entlang. Fangen wir hier, oder, nein, wir fangen nicht ganz an der Wand an, aber so, und dann gehen wir da einfach schon nach außen, so, zack, zack, und dann schlängeln wir uns da so der Wand entlang, hätte ich gesagt. Ich glaube, das ist ganz cool. So, jetzt muss ich dann nachher noch kurz was nachschauen. In welche Richtung die versetzt sind, genau. Denn die sind, okay. Das ist alles super. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen, wie es da ausschaut, aber das sollte kein Problem sein dann eigentlich. Also wir können ruhig am Glas entlang gehen. Das war jetzt gerade so meine Sorge, dass wir da ein bisschen ins Becken hineinkommen, aber das sollte eigentlich keine Probleme machen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, das können wir eigentlich wegnehmen. Jetzt ist die Frage, ob das dann dunkel wird. Jetzt muss ich mal kurz meine Effekte clearen. Nur mit einem Slash. Effekt. Nein, das wollte ich nicht. Clear. So, jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie das aussieht, wenn vom Licht her, wenn das da verbaut ist. Denn, aber nein, es kommt noch genug Licht durch. Ja, schaut gut aus. Oder denkt ihr, sollten wir einen Abstand lassen zur Wand? Ich bin gerade etwas unentschlossen, ob das nicht ein bisschen zu sehr an die Wand geklatscht ausschaut. Vielleicht lassen wir einfach einen Abstand zur Wand. Ja, ich glaube was, das ist besser, wenn wir einen Abstand lassen. Ihr seht schon, es geht einfach viel über Probieren und Ausprobieren und schauen, wie es aussieht. So, wenn wir jetzt einmal im Kreis herumgehen, außen, dann bleibt uns innen noch genug Platz für eine zweite Runde. Ja, perfekt. Nur... ich weiß schon, wie ich es mache. Gut. Also dann. Legen wir die Strecke mal so aus, dass immer eins zur Wand frei bleibt. So. Und so. Und so. Und dann können wir eins rübergehen. Und wieder eins weg. Wieder eins. Nein, da müssen wir noch eins geradeaus weiter. Und jetzt dann so. Gut. Also ich denke, ich werde es mal so machen. Mal schauen. Ich werde die Bahnen einfach zwischen den Folgen bauen. Ich denke, das ist jetzt nicht so interessant. Da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, was ich gerade mache. Denn es ist einfach nur stumpfes Ausprobieren und Platzieren von den Bahnen und schauen, wie sie passen. Und
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir das Running Sushi weiterbauen und vielleicht sogar schon fertigstellen. Wir werden sehen. Also bis dahin, macht's gut, bis dann und ciao.